Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei mir bei Amma3. Hier ist euer alter Sachs. Alter Sachs. Hat wunderbar gehört. Und mit mir ist der Mikey LP. Ja. Ja, moin, ich bin auch dabei und ich sag auch nochmal hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Altes Live Amma3. Und ja, wir sind in der letzten Folge gestorben, weil uns der Sebi, der hat uns unabsichtlich von der Straße abgedrängt. Ja, komm vor. Und dann sind wir in die Luft geflogen, aber alles halb zu wild. So, und ich wollte mich jetzt nochmal ganz kurz neu ausrüsten und dann wollen wir eine ganz kleine Runde Kokain machen. Jo. Da die Kokainverarbeitung auf der Insel hier ist. Und wer kann Helikopter haben, müssen wir den Strider nehmen. Mhm. Der kann nämlich schwimmen, aber das könnte ein bisschen dauern, denn der schwimmt nur mit 10 km/h. So, ich werde mir jetzt so noch mal so ein bisschen Geld von der Bank holen, weil ich vergessen habe, mir welches zu holen. Das heißt, ich muss aber ganz kurz zurücklaufen. Ich auch, wollte ich. Achso, wie das mit dem Gangkonto funktioniert, weiß ich leider immer noch nicht. Egal. Ich habe gefragt, aber die haben nur gesagt, da kommt eine Möglichkeit beim Waffenladen oder so. Ich habe das ausprobiert, das funktioniert nicht. Vielleicht muss man einen Waffenschein kaufen, deswegen. Ich weiß es nicht, aber eigentlich ja, kein Plan. Achso, ja, diese Tafel. Hier, wo haben wir letztens angefangen? So, oder kann ich jetzt hier auf das Gangkonto? Oh. Ich kann auch nichts vom Gangkonto abziehen. Na toll. Verstehe ich nicht. So, und dann jetzt einmal wieder zurück zum Hornbach. Warte. Okay. Ich will mir noch Waffenschein kaufen. Ah. Ja, gleich bin ich da. Obwohl, nee, kauft lieber keinen Waffenschein. Wir kaufen uns nachher eine Rebellenlizenz, dann können wir uns stärkere Waffen kaufen. Die sind dann zwar illegal, aber die oder wird zu legal? Legal lieber. Bevor wenn irgendwelche Polizisten kontrolliert, ich will nicht doch im Gefängnis landen. Ich will ja. Habe ich schon gekauft. Okay. Und ich hab null. Okay. Okay, dann einmal zum Hornbach, dann besorge ich mir mal einen Rucksack. Leute, ich muss was euch erzählen, wie es mir was Lustiges angetroffen. Vorhin haben wir diese Woche, ja, habe ich noch auf andere Server gespielt. Und ich habe der Kupfer gefarmt, verarbeitet, wollte verkaufen. Wollte ich zurückfahren zur Bank und so weiter. Und zwischen der Laden und Stadt ist ein Spieler mich wollte überfallen. Oh ja, das ist immer scheiße. Warte, du bist nicht fertig. Er hat mir gesagt, soll ich stehen bleiben. Was mache ich hier? Weil ich das vermute, weil war so Rufezeichen, das Gangversteck dort war, wo ich wenn ein paar Mann auf Fährmann auf dieser Richtung zu Kupferverkäufer. Und wahrscheinlich er hat zu gehen und hab gesagt, ja, soll ihm Geld geben. Ich hab gesagt, nein, wieso? Gib mir einfach den Geld. Ich hab mein Auto war in Arsch, weil ich habe Mauer zuvor reingefahren, weil er wollte mich aufzuhalten. Und danach bin ich ausgestiegen und bin weggerannt. Ich glaube, er hatte ich noch ein bisschen Glück, weil er hat Waffe, hat versucht mich abschießen und hat mir ein bisschen verfolgt. Und er hat zu spät in sein Auto reingestiegen. Und ich hatte einen Vorteil, war eine kleine Hütte, dann habe ich hinter die Hütte mich disconnected. Und habe den Geld behalten. Dann hatte ich pure Glück. Und wenn er war Zeit schon fast um, das kann ich disconnect, dann höre sein Auto fährt in meine Richtung. Boah, da hatte ich pure Glück, gell? Okay, das wollte ich nur sagen. Das finde ich lustig, war.
Aber warte, naja, Emotion war pur, ohne Scheiß. Hättest du mal aufnehmen müssen. Ja, ja, woher soll ich wissen, dass würde sowas passieren? Ja, das. In der Aufnahme passiert eigentlich fast nie was, und wenn man dann mal nicht aufnimmt, passieren die meisten gar ja, nicht. Ja. So. Ich finde das gerade schade, dass nur wir beide auf dem Server sind. Ja, das ist ein bisschen langweilig. Ja, aber ach, passt schon. Vielleicht irgendwann. So, ich hoffe, morgen sind da mehr Leute da. Warte. So, zwei Erste-Hilfe-Kästen können nie schaden. Werkzeugkasten brauchst du nur einen, weil der ist ja unendlich. Ja, Gott sei Dank. Auf der andere Server war voll scheiße. Diese Kasten hat 2500 gekostet und musste jedes Mal kaufen. Ja, weil das ist immer unterschiedlich. Ja, ja. Von Server zu Server. Ah ja, das habe ich gewollt. Und Ja, ATM. Ah, ich laufe in die richtige Richtung. Wo steckst du? Ah ja, da bist du. Ich laufe gerade hier zum ATM. Hast du Nachtsichtbrille, oder? Ja, hab ich mir gekauft. So 12.950 einmal einzahlen. Gut, dann einmal ab zu den Garagen. Dann du ein Strider, ich ein Strider. Dann passt das. Warte. Machen wir sowas. Willst du was probieren? Du hast mir gerade 20.000 Dollar gegeben. Überwiesen. Aber ja, danke. Aber ich würde das nicht machen, weil da musst du noch Überweisungsgebühren bezahlen. Ja, ja, habe ich bemerkt. 1.000. Ja, ich gebe dir die 20.000 mal wieder. Ich überweise sie dir wieder. Okay. 20, 1, 2, 3. An. So, bitteschön. Okay. Gut, jetzt einmal auf zu den Garagen. Ah, so, und fängen wir ja los weiter. Sonst wäre ja. Was? Vielleicht kommen wir noch im Laufe der Zeit so ein paar Spieler hier. Jojo. Wie immer. Ich glaube, ich mache mal so ein Infovideo, dass ich jetzt auf diesen Server aufnehme. Die Leute wissen das nämlich noch nicht, wo ich aufnehme. Ich habe vorher mal auf einem anderen Server aufgenommen und den gibt es jetzt leider nicht mehr. Okay. Wurde geluscht oder was? Ja, hat sich nicht mehr gelohnt. Der Server, da waren vorher super viele Hacker drauf, dann haben die ihn 2 Tage offline gelassen, also ausgeschaltet, dann haben die wieder angeschaltet, dann kamen da kaum Spieler drauf. So, Strider Nummer 1, so. Der steht da auf der Straße, ich gebe dir mal kurz den Schlüssel. Ja. Schlüssel, Strider, Sebi geben. Ja, danke. Warte, du bekommst halt noch einen Schlüssel. Also ist das der? Ja, fahr den Strider mal erstmal weg. Ey, das ist nett. Mach mal auf, steig mal aus. Ah ne, doch nicht. Du standest bei mir da bis eben noch. Okay. So, Fahrzeuggarage, bitte warten. Strider. So, und für diesen Strider, komm mal her, gebe ich dir auch nochmal einen Schlüssel. Aber fahr nie über, ich will nicht nochmal stehen. du müsstest einmal bitte ausstecken, sonst kann ich den Schlüssel nicht geben. Okay. Und immer abschießen, wenn du aussteigst. Ja, weiß ich, aber niemand ist da. Ich meine, jetzt ist ja keiner da, aber ja, wow, witzig, welcher ist das? So. So, Schlüssel, der hier ist das. Okay. Links und einmal zack. Gut. Dann markierst du jetzt einmal das Kokainfeld da oben, wo das Rebellen-HQ ist. Kokainplantage. Da fahren wir jetzt einmal hin. Ist da super weit weg, aber. Passt schon. Kokain. Ah, Kokainplantage da. Ja. Das ist 9,2 Kilometer, aber das schaffen wir schon. So war das so. Okay. Fahr ich bei dir? Ja. Naja, der Fall, der Fall.
viele Bäume. Und langsam ist dunkel. Und ich sehe fast gar nichts. Ich hoffe, dass wir bald mal schauen. Lieber mach ich Licht an. Ohne Scheiß. Ja! Mal sehen. Du hast einen kleinen Vorsprung. Sind der erste Kilometer? 7,3. 3, ich habe schon 7,1. 7 Kilometer. Wow, fuck. Ja. Wow, wow. Das war, hatte ich Glück. Oh. Wow, fuck! Nein! Fuck! Siehst du das? Nee. Ah, das ist schon. Auto, ist dein Auto kaputt? Ja. Und umgekehrt steht dir. Ich komme mal zu dir. Ich weiß nicht, was ich mache. Na, ein bisschen zu schnell ist auch nicht gut. Ja, siehst du jetzt, oder? Ja, okay. Oh. Okay, ich drehe das Teil mal um. Dann geh mal bitte weg da. Okay, wie macht man das? Verdammt, steig nochmal bitte ein. Wieso? Warte. Ich hab abgeschlossen, okay? ich kann nicht einsteigen. Nein, okay. Okay, dann muss ich den Strider auf andere Art und Weise einmal umdrehen. Geh mal bitte so ein paar Schritte zurück. Okay. So. Okay. Danke. Mal sehen, ob der es noch ganz... Ja, ist es ganz, okay. Okay, ich habe die Effekte ein bisschen runtergesetzt, weil ich war ein bisschen laut im Auto. Kennst du auch? Ja, ich mache das immer unterschiedlich. Mal mache ich es laut, mal mache ich es leise. Hast du das Stein? Ja, hast du gesehen? Ich habe den Stein nicht gesehen. Da ist noch ein Stein. Also kleinen. Ja, die kleinen Steine machen meist immer die Fahrzeuge kaputt. Meisten? Pass auf, da ist der Leitplanke. Alter, meine ist irgendwie langsamer geworden. Egal, jetzt geht's gleich bergab, da geht das Ganze ein bisschen schneller. Ja, 100% schnell. Alter, was war das denn? Stein! Du bist gegen Stein gefahren. Jetzt ist dein Licht kaputt, oder? Nein. Nee? Nein! Kein Stückchen! Ich bin Erster.
Ah ja, ein Ifrit wäre jetzt kaputt. Deine? Nee, ein Ifrit. Also. Weil ein Ifrit ist nicht so doll gepanzert wie ein Strider. Boah, das war geil. Alter! Glaub, nein, mein Strider ist kaputt. Ohne Scheiß. Aber er fährt noch. Okay. Ich glaube, ich muss mal so ein paar Stunts rausschneiden aus meinen Videos wegen Stunts. Stunt-Videos. Fuck. Ich muss bremsen. Mein Auto ist kaputt. Weil ich hab mit 150 auf Baum gefahren. Oh, mein Auto ist jetzt auch kaputt. In gleicher Stelle oder was? Ja. Und das Reparieren hier auf diesem Server dauert immer so scheiße lange. Auf manchen Servern geht das voll schnell. Egal, haben wir Zeit ja ein bisschen. Ja, wir haben Zeit bis morgen früh. Oder musst du morgen arbeiten? Ich muss morgen arbeiten, leider. Oh. Okay, meine ist fertig. Oh, meine ist jetzt auch fertig repariert. Hm? Nein, nein, jetzt verschwende ich gerade einen Verbandskasten. Wieso Verbandskasten? Ja, ich habe mal einen gekauft, aber ich habe mir zum Glück zwei gekauft. Ja. Die habe ich nämlich jetzt immer dabei. Okay. Ich habe keinen dabei. Ja, durch Gebüsche ist scheiße. Oh, leck mir, das war knapp. Ja, da sieht man nichts. Am besten, wenn du durch Gebüsch fährst, schaltest du am besten in die Ego-Perspektive. Okay. Also einmal Enter drücken, dann ja, siehst du mehr. Oh, Strider in Ego-Ansicht hört sich voll geil an. Ach du Schande. Verdammte Steine. Zeig nicht, das fährt noch. Ja, der fährt noch. Aber ich muss bremsen. Er ist total kaputt, haben wir schon wieder gemacht. Okay. Du auch? Nee, nee. Viel weiter. Das ist mein Ego hier runter. Okay. Da, ich werde sagen, das ist unser Rennen bis Ziel, okay? Nein, nein, Steine. Oh. Ja, das habe ich gemeint. Wow, das war knapp. Karre fährt zum Glück noch. So, guten Abend. Fahr weiter, das ist ein Rennen. Okay? Okay. Wer wird der Erste? Jo. Wenn musst du reparieren, dein Pech. Andere muss weiterfahren, okay? Ja, okay. Jiha! Ja! Fuck, nein! Wow! Alter! Ja, in Ego sich zu fahren ist richtig geil. Alter, was für pure Glück! Ich hab nicht gesehen, ich fahre sofort auf den Stein. Und ich hab keinen Schaden bekommen. Aber diese große Stein. Schneller. Wow. Du hast nice one. So, ich muss noch 2,9 Kilometer. Okay, bitte ein bisschen. Ach du fucking Scheiße. Nein. Na supi. Fucking Bäume. Wieder kaputt. Ja. Ah, da. Heute bist du besser mitfahren. Ey, so viele Bäume, wie konnte ich? Bist du schon an... Wie viel brauchst du? 2,5. Ja, scheiße. So, Reparatur ist ziemlich teuer. Man verschwendet sehr viel Zeit, gell? Wow. Baum. Ach du Scheiße, nein! Was? Bleib stehen, ich muss reparieren! Ja! Nein, nicht ja, nein! Ah, fuck. Ach du mein... Jetzt reparier schneller!
Man sollte, wenn man fährt, nach vorne gucken und nicht das Fahrzeug von allen Seiten betrachten. Ja, das stimmt. Repairst du ihn immer noch, oder? Ja. Okay. Mal sehen, wie schnell. Ob kann er dich überholen oder nicht. Ja, nee, bin ich schon. Bin fertig. Du bist schon da? Okay, gib Gas. Kopf an Kopf. Wow. Einmal den Baum umgeholzt. Und ich muss reparieren. Echt? Ja. Okay, fucking Bäume. Weil ich musste nicht vor. Ich konnte dich schon längst überholen. Aber das war schon knapp, gell? Ja. Vor allem, weil du gerade da bist, wo ich gerade reparieren musste. Hast du auch in den Baum reingefahren, oder? Ja. Hm. So, ich habe nur noch 1,8 Kilometer, dann bin ich da. An die Ziel. Wow, das war knapp. Ich glaube, du hast schon gewonnen. 1,1 Kilometer noch. Boah, leck mir Arsch. Und ich fahre 30 km/h. Echt? Ja, ja, bergauf, oder? Ja. Jetzt bin ich. Oh. Jetzt sind das nur noch so ein paar Meter. Ein! Auto reparieren? Nee, nee, zum Glück nicht. Scheiße. Aber das war knapp. 700 Meter noch, komm schon. Nein! Nein! Fucking Stein! Wir schaffen es vor den alten Sack. Ah, scheiße, dann muss ich schon wieder. Hast du gewonnen? Ja. Der Gewinner, der Verlierer gibt den Gewinner 3 Millionen Dollar. Boah, Rennen war nicht abgemacht. Und 3 Millionen habe ich nicht. Das ist das Problem, nein. Alter, warum fährt das Joy nur noch? Ach so, weil es bergauf geht. Ja. Nee, 3 Millionen brauchst du, brauchst mir gar nichts geben. Oh, 300 Meter noch. Bist du ja schon am Ziel, oder? Jupp. Scheiße. So großer Vorsprung hatte ich. Weil ich. Vorher konnte ich vielleicht dich überholen, aber ich habe gesprungen und sofort springe ich auf den Stein. Ja, okay. Ach, das Kokainfeld ist jetzt sonst immer hier. Oh, nein. Jawohl. Da war das immer, wo jetzt Tresive steht. Jetzt ist das hier. Oh, auch nicht schlecht. Ach, du schon langsam. So. Okay, bevor ich jetzt seh gar nichts erstmal. Ah, fucking. Jetzt. Ah. Ey, ich hasse es. Ich hab nichts gesehen. War so hell. So, da ist es auch gleich fertig mit reparieren und dann können wir unsere Inventar. Achso, und nimm nie Kokain. Was? Kokain? Wenn du. Nee, nicht benutzen. Wenn du Kokain hast, auf keinen Fall benutzen. Okay. Weil sonst musst du nochmal neu connecten. Weil das stinkt, oder? Nee, ja, diese Effekt dauert so lange. Der Effekt von Kokain hört nie auf. Ja, hast du mir schon erzählt. Wir bringen Kokain eigentlich gerade einmal ganz kurz in der Börse gucken. Boah, ich habe Angst, dass du mich überfährst. Ich steig lieber ins Auto. Hehehehe.
So, einmal Börse, die Verkaufspreise bitte. Und jetzt einmal bitte Kokain bitte. Wie war das mit? Mit Windows-Taste. Windows, okay. Und Farbe des Kokain kostet 2500. Ja, und verarbeitetes Kokain macht 5000. Ja, okay. Dann müsst ihr wieder mal. Ich gebe dir wieder das Geld, was ich mache. Mhm. Warte mal. Wie viel Leben hast du noch? 53. 53, okay. Jetzt hast du 75. Ich hab dich mal geheilt. Okay. Gott, schade, dass es hier den Farmbug nicht mehr gibt. Was für? Farmbug, das ist Windows-Taste gedrückt halten und dann die Leertaste spam. Okay. Aber da hier Farmen auf die Windows-Taste gelegt wurde, geht das leider nicht. Okay. Ja, man kann die Windows-Taste auch gedrückt halten, der Farb, man braucht die gar nicht tun. Ganze Zeit. Aber dass man immer nur ein Kokain farmt, das dauert ein bisschen lange, finde ich. So, Leute, hier, ich habe nochmal so ein bisschen die Grafikeinstellung wieder hochgestellt. Mhm. Hier, Texturen hoch, Objekte hoch, Gelände hoch, Schattenstandard, Partikelstandard. Und so weiter. Warte mal, die Partikel mache ich mal auf hoch. Wolken. Ach, Wolken braucht man nicht. HDR geht nur auf Standard. Das ebenfalls. Bis sehen Sie, machen wir auch Autorennen, oder? Oder nicht? Hallo? Ich habe gerade nicht viel verstanden, weil der TS gerade geleckt hat. Kannst du nochmal wiederholen? Mach zu dieser Kokain-Färbung machen wir auch ein Rennen, oder? Oder nicht? Nee, würde ich nicht machen. Okay. Wir machen ein Rennen zum Strand dahin. Okay. Weil, ja. Aber mit dem Rennen finde ich schon lustig. Ist. Ja, ich auch. Wie viel habe ich noch? Jeweils 10 oder sowas? Ne. Ich würde mal sagen, wenn wir die beiden Strider voll haben, machen wir mal einen kleinen Cut. Ja. Und dann hoffe ich, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, dass hier mehr los ist. Mal sehen. Okay, Inventar ist voll. So, wow, 14. Okay, der Strider ist voll, jetzt nochmal mein Inventar vollballern und dann... Hallo? Ich wollte gerade sagen, warum macht er denn nichts? Die Animation so ein bisschen hier lame. Ich finde, es sollte wirklich hier so eine Kokainbüsche geben. Und immer wenn man einen farmt, dass er ein Messer holt und die dann abschneidet. Mhm. Aber Kokain zusammen ist jetzt verdammt schnell, gell? Ja, aber ich finde, man sollte für Kokainfarm noch ein Messer kaufen. Und jetzt sollten hier auch echte Büsche sein. Und wenn er keine Büsche mehr ist, kann auch kein Kokain mehr, sag mal schnell, farmen. Okay. Und die Büsche wachsen dann alle 10 Minuten neu. Das sollte mit jeder Droge so sein, die am Busch wächst. Das würde ich geil finden, aber nicht sowas hier. Ah, oh, habe ich noch ein paar, glaube ich, ein oder zweimal, dann bin ich voll. Okay, ich bin voll.
Noch nicht. Also jetzt bin ich voll. Warte. So. Ja, machen, markieren wir den Strand, gell? Erstmal und dann machen wir Cut. Die Kokainküche ist das. Die Koksküche heißt das. Wir markieren uns einfach mal das Donator-HQ. Also, ah. Hä? Da fahren wir jetzt mit im Rennen hin. Wo ist die? Das Donator-HQ ist in der Nähe von der Kokainküche. Und die Kokainküche ist auf einer Insel im Golf von Pyrgos. In der Nähe von der Disco... Bar. Ah. Aber das ist keine... Achso, Kokain. Kokainküche. Küche, okay. Markier dir mal das Donator-HQ. Da fahren wir jetzt hin. Von da zum Strand und von da schwimmen wir dann mit sagenhaften 10 km/h rüber zur Insel. Ah, da wo hast du... Ne. Warte mal, ich mach da mal ein also, HGTFD. Ja. Ja, sehe ich. Also bis dieser Strand, oder was? Ja. Bis so, dieser Punkt. Also erstmal noch zu NATO-HQ. Ja. Ja, schreibe ich da mal hin. Okay. Also, ja. Oh, 10 Kilometer. Und jetzt machen wir mal einen ganz kurzen Cut. Genau. Warte mal. So Leute, wir sehen uns in einer weiteren... Also wir sehen uns nachher wieder. Hier machen wir jetzt mal einen ganz kleinen Cut. Ciao Leute. Tschüss.